Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Standort Berlin. Und Sie wissen, in dieser Sendung stelle ich Ihnen ganz besondere Gäste vor. Und heute habe ich so einen Gast, nämlich Miriam Jaks. Herzlich willkommen. Hallo. Sie gelten als die Meisterin Berlins im Bemalen, von Gesichtern meistens. Wie ist es dazu gekommen? Was machen Sie? Ich bin seit jetzt über 11 Jahren Make-up-Artist und habe sehr, sehr, sehr früh angefangen. Ich komme aus einer Make-up-Artist. Künstler des Make-ups. Genau, da gibt es ja verschiedenste Begriffe für. Ich habe halt richtig klassisch in Amerika gelernt. Ich war in einer großen Make-up-Artist-Schule und habe richtig, ja, in Deutsch sagt man Maskenbildnerin gelernt. Es war halt so, dass ich halt wirklich anfangs, ich bin in einer Familie aufgewachsen, die viel mit Mode und Beauty schon zu tun hatte, hatte also sehr früh schon diesen Beruf kennengelernt. Wollten damals schon unbedingt nach Amerika. Ich wollte das schon nie. Es kam eigentlich eher dadurch, dass mein Schulenglisch so schlecht war, dass ich gesagt habe, für diesen Beruf brauche ich so dringend ein gutes Englisch und bin dann als Au-pair nach New York gegangen für ein Jahr. Und da habe ich wirklich ein Riesenglück gehabt, dass ich in der Familie des Präsidenten von Universal Records ein Jahr gelebt habe. Es kam wirklich aus einem reinen Zufall. War das Zufall? Wirklich Zufall? Zufall durch eine kleine Au-pair-Agentur. Da hatten Sie aber einen guten Schutzengel rum. Ne? Ja, es ist wirklich, bin ich da in diese Familie vermittelt worden und wie so der Zufall sollte, waren die natürlich total bekannt in der Branche und kannten halt sehr viele Leute und haben mir immer wieder gesagt, was willst du denn in Deutschland? Bleib in Amerika und mach hier deine Ausbildung. Und dann bin ich auch kurzfristig mit meiner Mutter zusammen nach L.A. gereist und habe mir dort die Schulen angeschaut und bin da halt dann auf Make-up Designery gestoßen. Aber da waren Sie doch noch Schülerin in Deutschland. Nee, da, ich habe meine Schule beendet, da war ich 18 und bin dann gleich danach nach New York gegangen. Also Sie waren quasi frei. Genau, frei ich verfügbar. War frei und war auch immer schon so, dass ich genau wusste, was ich machen will. Deswegen war da auch mein Weg ganz, ganz klar. Da bin ich auch sehr dankbar für, ja. Weil bei meinen Geschwistern war es zum Beispiel ein bisschen anders. Die wussten nicht direkt so genau, wo es hingeht. Und ich glaube, das kennen viele, die aus der Schulzeit kommen und dann erstmal nicht so genau wissen, was ist mein Weg. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diesen Weg wirklich immer direkt vor Augen hatte. Also ich wusste schon, seitdem ich 13 bin, habe ich angefangen, mich zu erkundigen nach Vom Schulen. Spiegel gestanden. Und schon ja, alles gemalt. Ich habe richtig schon so nach Schulen geguckt. Also ich habe richtig so ganz früh schon auch begonnen, richtig so zu recherchieren online, was gibt es denn eigentlich am Markt, was gibt es für deutsche Schulen. Da hatte ich mich zum Beispiel immer... Mit 13. Was ja. haben denn Ihre Eltern gesagt? Ja, meine Eltern, die waren immer, also die fanden das ganz gut. Also ich war sehr, dadurch, dass ich die älteste von damals noch 4, jetzt 6 Kindern bin, war ich halt einfach relativ früh immer schon dabei. Dadurch, dass ich auch dieses Geschäftsleben von meinen Eltern kennengelernt habe, habe ich das immer für mich so sehr, sehr früh irgendwie alles so für richtig empfunden. Und es gab nie was anderes. Sie wollten immer Make-up-Artist werden. Nee, es kam damals irgendwie... Damals wahrscheinlich hieß das anders, ne? Ja, und ich wusste auch gar nicht, wie dieser Beruf hieß. Also ich habe, glaube ich, ganz früher mal Schminkerin gesagt und dann war es halt eben, wusste ich nur, dass es diesen Beruf Visagist gibt oder Maskenbildnerin. Und dann erst jetzt, letztlich nenne ich mich Make-up-Artist, weil ich diese Make-up-Artist-Ausbildung gemacht habe. Aber das wusste man früher gar nicht. Der Beruf war auch ehrlich gesagt gar nicht so greifbar, wie er heute ist. Also damals war das nicht so, dass man so jetzt zum Beispiel wie ich, jetzt momentan habe ich ja noch meinen Vertrag mit L'Oréal, wo ich auch selber viel vor der Kamera stehe. Jetzt wissen Sie nämlich wahrscheinlich, woher Sie Miriam ja kennen. Nämlich von L'Oréal. Sie ist das Gesicht von L'Oréal. Richtig, seit 4,5 Jahren. Ja. Und, ich habe Ihnen ja versprochen, ein besonderer Gast heute. Und das ist halt wirklich einfach, es hat sich natürlich da sehr viel in dieser Branche entwickelt und es ist sehr nahbar geworden. Also zum Beispiel früher wussten Großeltern, Eltern überhaupt nicht, was macht denn ein Make-up-Artist? Also da war das so, ja, keine Ahnung, was meine Tochter da macht. Und heute durch auch Germany's Next Topmodel, durch sämtliche Sendungen oder durch diese ganzen Tutorials, die es auch online gibt, ist der Beruf halt wirklich einfach sehr, sehr nahbar geworden. Und alle jungen Mädchen wollen das werden inzwischen. Ja, sehr viele. Aber 13, da waren Sie ja schon relativ spät. Ich dachte, so mit 6 fing das schon an. Ja, ich habe ja schon mit 6 Jahren war ich ja schon Kindermodel und bin dadurch dann halt auch wiederum an diesen Beruf rangeführt worden. Und dann war ich aber auf jeden Fall in New York und da habe ich mich dann entschieden, letztendlich in L.A. meine Ausbildung zu machen. Jetzt bleibe ich hier.
und habe auch gesagt, so jetzt bleibe ich erstmal da, war ich dann fast, also knapp 2 Jahre in Amerika. Und das war für mich die richtige Entscheidung. Es war zwar ein sehr harter Weg, weil natürlich in L.A. Wollte ich gerade fragen, wie schwer ist denn sowas, wenn man von Deutschland nach Amerika kommt und man kommt in gerade L.A. in eine Szene, die ja voll davon ist, wenn man sagt, übervoll. Ja. Ja, man ist umgeben von Schauspielern und Schauspielerinnen. Da kommt man denn aus Deutschland dahin? Ihr Englisch war wahrscheinlich jetzt schon gut. Das war da jetzt schon gut, zum Glück, weil der Anfang in New York war ziemlich schwer für mich, weil mein Englisch wirklich sehr schlecht war. Ja. Dann hatte ich aber ja zum Glück dieses Jahr schon mal Vorsprung, also sämtliche Kulturschocks und so weiter hatte ich schon überwunden. Und dann bin ich nach L.A. gegangen und ich hatte das Glück, dass diese Schule sehr, also man ist da sehr behütet und man hat sehr viele Mitschüler und auch die Lehrer sind sehr nah, stehen einem sehr nah. Und das war halt eigentlich meine Rettung, weil dieses große L.A. und es ist wirklich sehr, sehr, sehr teuer. Das war letztendlich, also es hat mich hinterher auch ein bisschen in die Knie gezwungen. Also ich musste echt sagen, also ich war dann 8 Monate da und wollte länger bleiben, aber ich konnte einfach auch gar nicht mehr, weil einfach das Geld nicht mehr da war, weil auch einfach dieses amerikanische Leben, das war für mich, und damals war ich halt gerade 20 geworden, dann, das war schon sehr anstrengend. Was ist da so anders? Erstens duzen die sich alle. So, hi, what are you doing? Come with me. Let's have a drink. Or so. Das einerseits mag ich halt diese Oberflächlichkeit in Anführungsstrichen sehr gerne, weil die Leute erstmal sehr offen sind, aufgeschlossen und einen sofort mit integrieren. Aber ich muss halt auch sagen, dass ich halt am Ende, wo es mir dann halt nicht mehr so gut ging und wo auch finanziell alles nicht mehr so rosig war, das einfach sehr schade für mich war, dass halt die Leute einfach nicht mehr so diese Ehrlichkeit und diese Offenheit, die sie am Anfang hatten, dann bewahrt haben, sondern die Freundschaft dann schnell zu Ende. Ja, also ich hatte am Ende kein Auto mehr, da hat mich dann niemand mehr eingesammelt oder das war einfach so, dass man am Ende auch gesagt hat, so ja, es kommt halt schon drauf an, was hast du, wie siehst du aus, wie geht's dir, dann ist alles toll und es war für mich letztendlich so, dass ich dann doch froh war, wieder nach Deutschland zurückzukommen und auch danach noch mehr die europäische Kultur und auch so diese Nähe zu allem sehr geschätzt habe. Fällt man da in so ein kleines Loch, wenn man in Amerika merkt, dass nach einer bestimmten Zeit diese Leute eben nicht das meinen, was sie sagen? Ja, also ich bin nicht in ein Loch gefallen. Ich war da schon sehr tough noch und habe das versucht, so gut wie es geht durchzuziehen und hatte auch immer zum Glück die Make-up-Schule so im Rücken. Aber trotzdem, es war für mich hinterher letztendlich so, dass ich schon so in so ein kleines Loch gefallen bin und auch gesagt habe, so boah, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt packe alles. Weil ich da auch schon bei tollen Produktionen, also ich habe da assistiert einer Make-up-Artistin und war da schon für HBO und Showtime bei richtig großen TV-Produktionen dabei und so weiter. Aber das war halt alles noch für mich so unreal. Es war alles so spannend. Aber gelernt haben Sie alles. Gelernt habe ich sehr, sehr, sehr viel. Und zum Beispiel habe ich auch da gelernt, wir sind ja zum Glück im deutschen TV, da darf ich das sagen, dieser Make-up-Artist, den ich da assistiert habe, die hat mich so schlecht behandelt. Also die war so, die hat mich behandelt wie ihr kleiner Sklave. Ich musste für sie alles machen, außer Make-up. Ich habe ihre Reinigungssachen abgeholt, ihren Kaffee morgens geholt. Das durften sie nicht machen. Naja, aber da war sie auch sehr, und da habe ich für mich zum Beispiel auch gelernt, wie ich niemals mit jemandem umgehen möchte. Also auch dieser Prozess, so eine Zeit mal mitzumachen, wo man vielleicht nicht nur glücklich ist oder ganz alles immer toll ist, auch die Zeit, wo man halt vielleicht am Anfang nicht so viel Geld verdient, das finde ich ist eine wahnsinnig wichtige Zeit, weil ich da für mich so viel raus gelernt habe. Also ich weiß heutzutage, wenn jetzt ein Make-up-Artist bei uns zum Beispiel an der Make-up-Schule lernt, weiß ich ganz genau, was ich für Erfahrungen aus meiner Zeit eben mitgeben kann. Das überspringe ich jetzt mal alles, was passiert ist zwischen Ihrer Rückkehr nach Deutschland, was Sie gerade gesagt haben, bei uns an der Make-up-Schule. Das heißt, Sie haben inzwischen eine eigene Make-up-Schule. Ich habe die Schule eröffnet, bei der ich selber war, bei der ich gelernt habe, die Make-up Designery School. Die haben ein Konzept daraus gemacht, dass man die Schule für ein anderes Land quasi eröffnen kann. Das heißt Matt Studio in Deutschland, also abgekürzt Make-up Designery, Matt Studio. Das heißt, das ist quasi eine Filiale der Schule von L.A., von Los Angeles, die Sie hier eröffnet haben, als erste in Berlin? Als
als erste in Berlin, überhaupt in Deutschland. Also ich habe quasi die Lizenz, in Deutschland dieses Konzept zu machen. Gibt es mittlerweile in 16 Ländern weltweit. Und wir haben das halt letztes Jahr eröffnet. Ich sage bewusst ich, weil ich habe das mit einer Geschäftspartnerin zusammen gemacht. Und ich fand halt dieses Schulkonzept schon immer so toll. Und mich fragen immer wieder junge Mädels, wo kann ich meine Ausbildung machen und. Ich habe sie immer nach L.A. oder nach New York, wo auch die eine Pendant sitzt, geschickt und bin sehr froh, dass man jetzt halt auch Mädels, die vielleicht nicht den Mut haben, jetzt müsst ihr nicht fahren, kommt mal zu mir, ich habe selbst nicht schon. Genau, jetzt kann man das auch in Deutschland machen und das Tolle ist halt wirklich, dass das Konzept so zusammenhängt, die könnten dann auch ihre nächste Ausbildung dann in L.A. machen oder die können auch den ersten Kurs in L.A. machen, danach bei uns, dann gehen sie nochmal nach Mailand. Aber müssen die denn jetzt auf ihrer Schule schon gut Englisch können? Ja, weil wir unterrichten in Englisch. Oder müssen die erst nach New York? Wir unterrichten auf Englisch. Also das Ding ist, das machen nicht alle Schulen, aber das war meine bewusste Entscheidung. Ich habe gesagt, wenn ich das Konzept mache, dann nur auf Englisch, weil für mich gibt es diesen Beruf gar nicht, ohne dass man Englisch kann. Wenn man kein Englisch kann, dann braucht man auch gar nicht eine Make-up-Artist-Ausbildung machen. Weil ich habe das kaum erlebt in meinen ganzen, seit 11 Jahren mache ich Haare, Make-up, ich habe das kaum erlebt, dass ich einen Tag im Beruf hatte, wo ich kein Englisch sprechen musste. Aber was machen Sie denn, wenn diese jungen Mädchen kommen und plötzlich da heulen vor Ihnen sitzen, weil sie kein Englisch können und so gerne Make-up-Artist werden möchten? Also das Ding ist, das Gute ist ja, dass man wirklich auch in dieser Schulzeit viel lernt. Also dass man schon auch die Grundbegriffe des Make-up-Artist-Sein schon wirklich gut lernt. Aber wenn es jetzt zum Beispiel gar nicht geht, dann kann man die Ausbildung bei uns auch nicht machen. Also holen Sie sich mal Papier und Bleistift. Wir reden gleich vielleicht, wie man einen Weg bekommt, dorthin zu kommen. Wir machen jetzt eine kleine Pause. Dann sind wir wieder da. Ich spreche mit Miriam Jax. Sie hat die erste deutsche, wie heißt das ganz genau? Make-up Designery School gegründet, die ist in Berlin. Nur Englisch müssen Sie kennen, aber vielleicht gibt es da einen Weg. Sie sind gleich wieder da, kommen Sie wieder.